Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von den Crash Bros. Ich bin's, der King Kenny, und heute mit einem ganz, ganz random Video in Crash 4, weil ich mal über die aktuelle Situation sprechen wollte, wie es auf dem Kanal aussieht. Ihr seht, dass der Doki noch regelmäßig Videos macht. Bei mir hat es in letzter Zeit leider etwas aufgehört. Und ja, ich wollte nur sagen, dass es aufgrund der aktuellen Situation bei mir etwas schwieriger ist, dann immer, ja, so Videos zu produzieren, und dass ich deshalb jetzt etwas zurückhänge, weil ich auch, ja, ich war im Urlaub, wie ihr wisst, ne, und musste dann genug arbeiten, lernen und so. Ich habe es leider nicht so gut hinbekommen, mich da dran zu halten, immer jeden Tag ein Video aufzunehmen. Und deshalb wollte ich nur Bescheid geben, dass ich ab nächster Woche dem, ach du Scheiße, selbst hier sterbe ich, dass ich ab nächster Woche, dem 8.8., dann wieder regelmäßig Videos raushauen werde. Also ihr könnt euch darauf freuen. Ich hoffe, dass ihr euch darauf freut. Und ja, ich bin dann auch froh, wenn wir bald Crash 1 durchhaben, weil ich mich auf die anderen beiden Teile doch schon mehr freue. Aber wir haben ja hier auch noch genug zu tun. Es gibt ja noch sehr viel, was wir machen müssen. Mit den ganzen Zeitrelikten. Ich muss noch The Lost City und, ach du Scheiße, irgendwie, was, ich springe zu weit. Also da merkt man, ne, Crash 4 wird auf jeden Fall auch ein Abenteuer. Das ist mit so das Schwierigste von allen Teilen. Das meint auch der Doki, der halt der Pro ist. Er meinte, ja, hier dann wirklich alles auf, ich glaube, es waren, ja, also du musst alle Relikte. So, da gibt es verschiedene Stufen und du musst da das Beste immer bekommen. Das ist schon nicht so leicht. Und ja, da hatte er auch lange zu kämpfen. Und er hat das Spiel dafür, dass es schon so lange draußen ist, erst neu auf Platin gemacht. Also von den Trophäen her. Und er meinte auch, nee, also es war wirklich ein schwieriges Spiel. Und deshalb bin ich mal gespannt, weil ich habe ja Crash 4 noch nie im Leben durchgespielt. Aber ich freue mich auch schon drauf, dass ich dann mehr Zeit mit dem Spiel verbringen kann. Wie viele Kisten brauchen wir? Ja, okay, sind noch einige. Komm her, mein Freund. Und ja, ich wollte nur ein bisschen ein kurzes Infovideo zu der aktuellen Situation machen, dass ich das nicht vergessen habe, sondern auch wirklich täglich daran gedacht habe, etwas aufzunehmen. Und das letzte Mal war es halt bei diesem 2D-Level in Crash 1, wo so diese Schwebeteile kommen. Und da war halt mein Problem, dass ich es versucht habe, mit einem First Try zu schaffen. Jedoch habe ich da, wieso auch immer, irgendwie, ja, so ganz komische Fehler gemacht. Und das hat dann bei mir anderthalb Stunden oder eine Stunde gedauert. Das kommt. Ach du Scheiße, man muss ja rausspringen. Es wird auf jeden Fall alles noch online kommen. Aber ja, dann könnt ihr auch sehen, was ich meine. Aber jetzt müssen wir erstmal dieses Level hier schaffen. Und hier haben wir zum Glück wieder unsere alten Features mit dem geilen Rutschen, mit dem Doppelsprung. Ja, nur als kurzes Update-Video zu der aktuellen Situation, ne? Aber ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem für dieses Level dann nicht so lange brauchen. Ich rush mal ein bisschen. Was hatte ich da eigentlich vor? Ja. Super. Ja, das können wir überspringen an dieser Stelle. Solche Art von Levels.
Also so diese Art von Levels kennen wir ja. Hier ist ein Edelstein, ne? Den dürfen wir nicht vergessen. Hier gibt es immer versteckte Edelsteine pro Level. Und natürlich die anderen, die wir durch die Kisten bekommen können. Nein! Nein! Ja, da war ich ein bisschen zu langsam. Ich merke gerade, es lag etwas am Steuerkreuz. Ich spiele jetzt mit dem Analogstick. Mit dem sollte es doch leichter gehen. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an. Ich glaube, bei den neuen modernen Spielen müsste man dann eher auf sowas umswitchen, weil das doch etwas flüssiger ist. Also genau, da kann man auch rutschen. Habe ich ganz weg. Oh, schon wieder, ne? Irgendwie sagt mein Reflex, spring lieber. Das macht er schon kaputt, wenn wir Kisten zurücklassen. Super. Ich glaube, so lange geht dieses Level dann auch nicht mehr. Und ich habe jetzt ganz random ein Level ausgesucht. Ich bin auch schon etwas weiter, aber ich dachte mir so, daran erinnere ich mich mit dem Springen. Okay. Haben wir doch dann gut geschafft. Ich weiß gar nicht, haben wir alle Kisten? Ja. Maximal. Oh, wir haben sogar alle Edelsteine, weil wir maximal dreimal gestorben sind. Ja. Dann, ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Infovideo dennoch gefallen und ihr habt ja in der Zwischenzeit auch noch die Videos von dem Doki zur Verfügung, also wo ihr halt schauen könnt, wie ein Pro das Spiel durchspielt. Und wenn ich dann wieder Zeit habe, das ist ja schon in 4 Tagen, dann werde ich auf jeden Fall alles nachholen. Ich werde dann pro Tag mehrere Videos machen oder längere Parts, je nachdem. Und ja, ihr könnt euch dann nächste Woche darauf freuen, dass dann wieder regelmäßig Videos von mir kommen. Und ja, ich lade jetzt noch die Videos hoch, die ich vorproduziert habe, und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.